Hallo und herzlich willkommen, ihr rätselhaften Gestalten da draußen. Es ist wunderschön, euch mal wieder hier begrüßen zu dürfen, um mal ein wenig weiter zu rätseln. Und schauen wir doch mal. Achso, ja, hier, wir haben das erste schon. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Fluss zur Nordsee. Ostsee, nein, Quatsch. Vielleicht das da? Nö. Das war's nicht. Hätte ja sein können. Ich weiß das tatsächlich nicht. Zweikämpfe. Ja. Ah, okay. Dann ist das bestimmt sowas wie das da. Spanische Gebirgskette. Ja, weiß ich noch nicht. Und das, der asiatische Fluss, den hatten wir doch mal. Ah, lateinisch für Stunde wusste ich. Alles gut. Eingang ist die Tür, ja, meiner Meinung nach, ja, warte mal, wirtschaftlicher Ertrag ist Profite, nee, Rendite könnte es sein, ja, die Rendite, das ist dann auch nur eine Einzahl. Oder so ähnlich. Also auf jeden Fall nicht Mehrzahl wie Profite. Das war. Abfolge ist natürlich eine Serie. Das ist ja easy peasy. Gespür. Riecher. Würde ich jetzt sagen. Ja, das ist ein Riecher. So. Oberer Hausabschluss ist das Dach. Meiner Meinung nach. Das ist ja ein komisches Wort. Ito oder Icho? Icho? Nee. Ich muss ehrlich sagen, also das habe ich noch nicht gehört. Also ich weiß gerade nicht, was das für ein Wort sein soll, aber wir kriegen das schon noch hin. Asiatischer Fluss. Ja. Ist nicht... Das weiß ich tatsächlich auch gerade nicht. Gesetzlich legitim? Ja, das haben wir schon mal. Biblische Männergestalt. Schlitz. Schlitz. Machen wir erstmal weich. Ich glaube, weich ist besser. Nicht hart. Nicht hart. Weich. Zart? Nee. Nee. Aber zumindest... Positive Elektrone ist natürlich die Anode, ja. Weich ist soft. Oder was? Schon wieder so ein Anglizismus. Brr. Dann ist das hier die Fuge. Beitrag, Anteil. Ja. Oh Gott. LTF. LTE. Ela. LTA, Eli war's. Die biblische Männergestalt. Aber ganz ehrlich, vielleicht sträubt sich mein Unterbewusstsein dagegen, biblisches Zeug zu lernen, weil ich weiß, ich werde es nie brauchen. Außer natürlich für Kreuzworträtsel. Und deswegen sollte ich es vielleicht doch mir merken. Abgabe, Kurzwort. Soli. Der Solidaritätszuschlag ist gemeint. Ah. Stehende Gewässer sind Seen, natürlich wieder mal. Und der Aase ist die nordische Gottheit. Hauptstadt von Simbabwe. Ja. Zu lokalisieren. Englisch Zone, jetzt ernsthaft? Das wäre es auch. Ja, okay, man kann auch Area nehmen, aber Zone ist eigentlich auch eine Zone. Social Media Posts, Tweets. Nee, das passt nicht. Posts passt gut rein, aber ist es wahrscheinlich auch nicht. Nordamerikaner ist ein... Kann... Was? Nein. Okay, die meinen nicht, Kanadier. Was haben wir denn hier noch so? Bergen, Heben. Nein. Entscheidender Handgriff.
Bestleistung ist ein Rekord. Ja. Entscheidender Handgriff, ein Dreh. Okay, ja. Bergen, retten. Na bitte, das klappt doch jetzt. Zu lokalisieren. Ort. Nee, auch nicht. Vollbrachte Handlung ist eine Tat natürlich. So, was gibt's denn noch für Social Media Posts? Gucken wir erstmal, nehmen wir die Abkürzung für Straße, das ist einfacher. Knusprig. Also eigentlich würde ich ja Cross sagen, aber das ist es ja nicht. Mathematischer Begriff. Teiler, Nenner? Wahrscheinlich wieder sowas. Nee, dann ist es wohl der Teiler. Ja. Also das Erste, was ich sage, ist das Richtige gewesen. Wow. Körperteile sind mal wieder die Arme. Meridianzeichen. Stelle des Verbrechens ist natürlich der Tatort. Ja. Knusprig. Rostig. Nein. Röste. Nee. Elastischer Kunststoff. Wow. Echt. Wow. Ich muss hier im Grunde nur noch das erste Teil hier eingeben. Es gibt Plaste und es gibt Elaste. Und ja. Ich habe keine Ahnung. Also. Ich denke irgendwas mit Röst. Nee, oder? Was gibt's denn noch? Rossig? Nein. Knusprig ist doch. Ach ja, hier, wir können ja erstmal die Sarah. Okay. Das ist ja komisch. Das wäre ja. Was ist denn das für ein Wort? Also, weil. Ich kann mir nicht was anderes vorstellen als das. Das ist ja Meridian, der Meridian, das Zeichen, Meridianzeichen, ich habe keine Ahnung, was sie damit meinen tatsächlich sogar. Also gucken wir mal woanders hin, spanische Gebirgskette, Sierra, Ah, jetzt weiß ich, meiner Meinung nach ist in my humble opinion IMHO. So, heißt das Harare? Nee, Harare? Ich wusste, ich habe das irgendwo im Hinterkopf gehabt, aber ich wusste nicht mehr, ob da ein A oder ein E hinkommt. So, ortbar, zu lokalisieren ist ortbar. Was ist denn das hier noch? Was gibt's denn da noch so? Es gibt ein TikTok, es gibt ein Insta-Foto, es gibt. Was ist denn da noch so? Was haben wir denn hier beim Nordamerikaner noch? Yankee? Aha! Ach, eine sogenannte Insta-Story. Und sowas muss ich schreiben. Rösch. Rösch ist knusprig anscheinend, ja. Miede, Miere. Ah, okay. Miere. Oder Meier oder was weiß ich. Auf jeden Fall Okra oder Okra ist anscheinend diese längliche Frucht einer Eibischart. Eibischart. Mensch. Vielleicht sollte ich das mal googeln. Was ist Okra? Okra ist eine der ältesten Gemüsepflanzen. So. Sie wurde schon vor mindestens 3000 Jahren von den Ägyptern und so weiter und so fort. Okay, alles klar. Okra sieht ungefähr so aus. Oder
Gebratene Okra sehen so aus. Ist ja wunderschön. So, was haben wir denn hier noch gehabt? Hatten wir noch irgendeins? Rösch. Was ist denn bitte Rösch? Rösch GmbH. Rösch. Rösche Brötchen. Eine Rösche Person. Ja. Ja. Ja, wenn ihr eine Rösche Person kennt, eine ganz knusprige, dann schreibt es doch am besten in die Kommentare. Die Person wird sich sicherlich drüber freuen. Holzblasinstrument. Könnte die Oboe, Tuba, ich bin also tatsächlich bei Holz- und Blechblasinstrumenten, da bin ich immer raus, was die Unterscheidung angeht. Also ich weiß, das Saxophon ist, glaube ich, oder irgendein Instrument, was eigentlich so nach sehr viel Blech aussieht, ist ein Holzblasinstrument. Es könnte Saxophon sein, es könnte auch ein anderes, eine Trompete oder sowas. Ich bin mir nicht mehr sicher, welches es ist, aber ich weiß, es gibt da eins, das, da würde man denken, what? So, Wilder Majoran ist, glaube ich, Oregano. Ja, hab oft genug gekocht, um das zu wissen. Ha, Art und Weise, na, noch nicht. Schriftsteller, ach so, ist ein Autor. Ohne H in der Mitte, ganz wichtig, ja. War für mich auch mal irgendwann fast nicht verständlich. Pfälzisch hinein ist nei. Ja, nicht nur da, ich kenne das auch aus so sächsischen Bereichen. Lotterieschein ist erstmal ein Los. Ach, Mist, jetzt kann ich ja das Lösungswort noch erraten. Okay, machen wir das mal. Sagen wir mal, ich weiß, was das ist. Das ist ja entweder ein B oder ein U. Gucken wir mal, was der Rest ist, dann können wir uns das konfus. Verwirrend. Verwirrt. Donaumetropole. Vermutlich, ja. Okay, ja. Geschwüre sind auch. Gute Frage. Was sind diese Geschwüre noch? Flegel. Ich muss an Pokémon mit Dreschflegel denken. Eine Dringlichkeit, ach, das sind ja auch, das sind Wörter. Geistiger Lehrmeister ist ein Mentor eigentlich, aber nein. Okay, das, der geistige Lehrmeister ist irgendwas, was mit G anfängt, das weiß ich. Konfus, das hilft und hilft mir gar nicht so weiter. Spanisch Sapalot. Ja, wahrscheinlich sowas ähnliches. Puta Madre, passt nicht. Grabgerät ist natürlich... Ja. Ich hätte was gedacht, aber das ist es anscheinend nicht. So, Moos ist ein Brei, würde ich sagen. Fluss durch Frankfurt ist natürlich klar die Oder. Das ist echt fies. Das könnte die Oder oder Main, also könnte Oder oder Main sein. Main oder dein. Oder so. Vielleicht gibt es noch in Frankfurt irgendwo. Ah, ich bin gerade etwas unscharf geworden. Mhm. Bitte, 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 bitte mach mich scharf. Ich bin gerade nicht knusprig, ich bin gerade nicht Rösch. Dann müsst ihr damit jetzt leider leben. Na, hallo. Nee. Nee. Jetzt. Ja, man muss nur wissen, wie. Lebenshauch. Ja, gut, dann vermute ich mal, hier ist mein gemeint. Mhm. Was ist denn die 7? Gebirgspflanze. Ach. Das weiß ich doch nicht. Bankrott ist auch pleite, ist auch blank, ist auch. Ja. Was ist denn der Wacholder-Schnaps jetzt? Ah, Befürchtung ist erstmal die Angst. Nee, klappt ja auch nicht. Sorge, Sorge ist das. Und dann geht die Gebirgspflanze schon mal mit E los. Der Wacholder-Schnaps mit G ist dann wohl der Gin oder so.
Das wäre ja. Ich komme immer noch nicht drauf. Hier ein R, hier ein I. Flegel wäre der. Nicht Rabauke. Der Räuber. Nee, auch nicht. Sich räkeln. Oh Gott. Das ist aber auch französisch Unrecht. Och Mensch, das ist doch gemein. Das sind so viele Wörter, die ich jetzt gerade nicht weiß. Korsett. Oh, brav, freundlich, nett, höflich, lieb. Ja. Arabisches Emirat wüsste ich vielleicht noch. Keltische Volksgruppe. Eine antike Weissagung. Oh Mann, das ist was damit. Okay. Ja, okay, ja. Was für eine Donaumetropole hört denn mit EN auf? Oh, das ist nicht einfach. Wien? Dann ist konfus wirr. Okay, dann kommt hier bei der 2 ein R rein. Ah, na, das wird doch mal was. Okay. Die 2 ist dann also ein W-Bereich. Ja. Oh. Nee, doch nicht. Ich wüsste gern, was die 7 ist. Das wäre schön. Also hier kommt ein G hin. Denn, was könnte das sein? Ein geistiger Lehrmeister. Ein Geist. Nein, das definitiv nicht. Hier könnte, was ist ein Bereich? Ein Areal, ein. Ja, eine Zone, ein. Das ist alles nicht das Richtige. Chemisches Element könnte wieder hier Uran sein. Aber dann wäre ja. Überantwortung ist ein. Eine Pflicht? Nee, passt nicht. Außerdem kommt hier ein E rein. Hier kommt ein N rein, das ist ja klar. Das ist ja okay. Die Medizinpflanze. Oh Gott. Die hatten wir auch schon öfter, die vierstellige Medizinpflanze. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich fange mal an zu rätseln lieber, bevor das hier so zu Ende geht. So, diese Gruppe sind die Iren. Das ist ein Orakel. Ja, Donaumetropole wäre jetzt Wien und dann wäre konfus wirr, wie ich gesagt habe. Grabgerät ist eigentlich Schippe, Schaufel oder noch was anderes. Huch, Fluss durch Frankfurt ist Main, denn der Lebenshauch ist der Atem. Ja. Schauspielerin Ute. Das ist mal wieder schön. Referé oder sowas? Ich glaube nicht, oder? Oh, doch. Mousse ist der Brei. Ute, ja. Schön wäre es, wenn ich das wüsste. Grabgerät. Schippen? Nein. Schaufeln? Nein. Kann ja gar nicht. Wacholder-Schnaps machen wir erstmal hier weiter. Ist der Gin. So, dann Bankrott. Reif?
Nee, glaube ich nicht. Befürchtung ist erstmal die Sorge. So, nee. Dringlichkeit ist ja nicht die Tugend, oder? Das wär's auch. Geistiger Lehrmeister. Da kommt erstmal ein G rein, weil das hier die Reling ist. Männer sind Min. Ja. Chemisches Element. Wir können ja mal Uran. Nee, dann ist es bestimmt Iron. Nein. Ey, jetzt ernsthaft, das wär's ja. Machen wir erstmal hier, gucken wir, ob es die Oboe ist. Obie. Nein, die Oboe. Aloe ist die Medizinpflanze. Okay, ja klar. Aber dann wäre das ja. Okay. Es freut mich, dass es nicht Iron ist. Brav. Bereich ist ein. Was könnte ein Bereich noch sein? Ein arabisches Emirat. Ich hätte jetzt mal gesagt Saudi, aber das ist es nicht. Da stimmt ja gar nichts. Archiv. Oh. Art und Weise. Art und Weise. Also, sich regeln ist wahrscheinlich das. Affenart. Tja, drei Buchstaben. Kann auch nicht so viel sein. Geschwüre. Erstmal das. Puh. Was für eine Gebirgspflanze könnte das sein? Geistiger Lehrmeister, geistlicher Lehrmeister Gott. Nein, definitiv nicht. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Was ist denn ein Korsett? Oh, ich trage zu wenig davon, um das zu wissen. Schlimm, sowas. Überantwortung. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas. Und was ist Grabgerät? Also, wer anderen eine Grube gräbt, hat selbst ein Grubengrabgerät, heißt das ja so schön, aber. Ich habe gerade keine Ahnung, aber ich würde mal. Art und Weise ist der Stil. Jetzt komme ich drauf. Okay, Archivanlage? Nee, Ablage. Genau, das war das. Okay, Sägen? Das sind keine Grabgeräte. Socken, natürlich. Socken sind. Natürlich nicht. Mal gucken, was mir noch alles einfällt. Suppen. Sippen. Warte mal, habe ich jetzt nicht schon alle durch? A, E, I, O, U. Kommt nach dem S ein C? Nein, auch nicht. Ah, Spaten. Oh, ich habe viel zu lange für den Spaten gebraucht. Das ist ja auch schrecklich. Sapperlot auf Spanisch. Mal davon abgesehen, dass ich das Wort im Deutschen schon ziemlich merkwürdig finde. Sich rekeln. Ute Vera. Nein. Tart. Tirt. Turt. Tort.
fort. Okay. Ute Mora. Aha. Ah, caramba. Jetzt weiß ich es. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich Ahlen gesagt. Ja, ist es. Sich ahlen, ist sich rekeln. Okay, Affenart. Car mit C, so wie das da drunter. Nein, nein. Nein, nein. So, Geschwüre ist natürlich. Ach nee. Oh! S. Okay. Das da? Sacre? Nee. Ah, warte mal. Okay. Ist ja interessant. Ich glaube. Mal sehen, keine Ahnung. Das A am Ende war schon mal richtig, okay. U. E. Mir gehen so langsam die Buchstaben aus dafür. Ach so, das S hier ist gar nicht richtig. Okay. Na? Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe zu wenig Geschwüre in meinem Leben gehabt. Warte mal, O war nicht, I, Ulze. Ich glaube, das Wort hatten wir sogar schon mal. Oh Gott. Ein Riegel ist ein Flegel. Nein, nein, Rüpel. Rüpel, natürlich. Langsam geht's wieder. Ruin ist der Bankrott. So, Enzian. Ach, den hatte ich irgendwo anders irgendwie gedacht. Enzian hatte ich bei dem anderen Rätsel. Hier bei irgendwas medizinischem. Nee, Wacholderzeug. Bei dem Wacholder-Schnaps hatte ich an Enzian gedacht. So, Dringlichkeit. Tja. Ach, und das ist ja. Okay, Urgence. Kenne ich im Englischen. Im Deutschen. Also, wer das da benutzt, keine Ahnung. Was ist das denn? Brigenz? Pragenz? Brogenz? Kann ja nur noch. Was haben wir denn noch hier? Über. Antwortung, eine Übergabe, also so, wie sagt man da? Übrigens, das hier muss Brom sein, würde ich jetzt so sagen, genau. Abgabe, ja, ist die Überantwortung. Okay, das wird doch schon. Brav, ist auch biesig, nein. Bienig? Bienig? Nee. Das wäre auch komisch. Biegen? Nein. Gebiet ist auf jeden Fall schon mal der Bereich. Das kriegen wir hin. Katar ist ein Emirat. Ja. Bieder. Die meinen Bieder. Jetzt habe ich es auch. Und der Mida ist das Korsett. Oh Gott, das hat ja jetzt ein bisschen zu lange gedauert. Also. Da habe ich mich heute nicht mit. Und vor allem, was ist das für ein Wort? Brigenz. Dürfen wir gleich mal. Stadt Brigenz. Okay. In Österreich. Nie gehört. Nie gehört. Ostufer des Bodensees. So, und außerdem, um euch das mal zu zeigen, was ein Mida ist. Das ist ein Mida. Ich hoffe, das gilt nicht schon als Pornografie, wenn ich einfach nur Korsette google für YouTube. Und wenn doch, was sollen die schon machen? Ha.
Nein, ganz ehrlich, also wer sowas da so einstuft, das wäre ja. Ich gehe davon aus, das ist okay, wenn ich das google. Aber das wäre ja mal interessant, ob YouTube irgendwelche Richtlinien dazu hat, wenn man einfach nur Sachen googelt in ihren Videos. Vielleicht sollte ich da eine ganze Kategorie draus machen. Wir googeln heute. Und das unter dem Thema, wir lernen was dazu. Zum Beispiel über Korsette. Über Kleidung. Natürlich, das wär's. Nein, werde ich natürlich nicht machen. Ja, ansonsten wieder was gelernt. Ich glaube, viel davon wird bei mir nicht hängen bleiben. Nee, also die biblische Männergestalt ist ja auch nicht hängen geblieben. Eli. Eli van de Maeklock, yes. Und ich weiß, das war falsch. Harare war die Hauptstadt von Simbabwe. Okay. Ja. Harare. Harare oder was auch immer, wie man das ausspricht. Ich weiß nicht. Und wie hat denn Knusprig war Rösch? Bieder, Mieder, Schmieder, Abgabe. Ja gut, Abgabe hätte ich eigentlich. Also, ja, mit den ganzen anderen Buchstaben ging es dann, aber sonst. Oh Mann. Oder hier Ay-Karamba. Ja. So, damit würde ich mich dann auch mal raus verabschieden. Es war mal wieder etwas über eine halbe Stunde. Ja, weiß ich nicht. Also die meiste Zeit floss ja in dieses Rätselchen. Ja, aber gut, am Ende ist es zumindest fertig geworden. Also nichts, wofür man sich schämen müsste. Dementsprechend bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich, verabschiede mich und wir sehen uns vielleicht wieder. Tschüss.